dass Sie da sind. Hier ist Genial daneben. Ich freue mich sehr. Wir werden eine sehr lustige, interessante Stunde haben. Ich begrüße bekannte Gesichter hinter euch. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Guten Tag. Und freue mich sehr, dass außer Bastian, Jürgen und Frau von Sinn und Herr... Ich bin der Herr Hohecker. Richtig. Aber das müssen Sie nicht wissen, Herr Jauch. Das ist in Ordnung. Oliver Petzold gerade zum ersten Mal bei uns ist. Bist du nervös? Komplett. Ich bin nervös, aber hab schon drei gefunden. Das wird. Um runterzukommen, hatte ich gerade drei Red Bull. Das hilft auf jeden Fall. Um runterzukommen, hast du drei Red Bull. Okay, das kann ja heiter werden. Aber ich freue mich sehr. Bastian hat versprochen, dass er heute... Ist das jetzt nicht Werbung? Achso, wegen Red Bull. Ja, weil ich hatte Kaffee, dann hat man mir aber weggenommen. Du meinst deinen Melitta? Melitta. Den Melitta, ja. Den du hattest. Der Melitta-Mann macht ja auch wieder Werbung. Ja, mit dem Italiener zusammen. Mit dem Italiener. Für was denn? Für was werben die? Für deutsche Vermögensberatung. Ach so. Für was? Ach. Für Müller-Milch-Kaffee. Ja, das liegt alles sehr nah. Ey, das geht ja, die fusionieren ja, bald gibt's Müller-Milch-Kaffee, der neue Mercedes von BMW. War das auch schon die erste Frage? Nein, da bin ich bis jetzt noch nicht zugekommen. Ich freue mich, dass Bastian heute beschlossen hat, nur noch richtige Antworten zu geben. Ja, ich war ein Jahr nicht mehr Gast in dieser Sendung, aus Sicherheitsgründen. Ja, ich war sehr lange nicht mehr Gast. Der Mann hat gearbeitet. Ich habe gearbeitet, sagen die einen. Und ich habe mich sehr vorbereitet auf die Sendung. Ich habe Bücher gewälzt und bin sehr gespannt, ob ich heute ausnahmsweise zum allerersten Mal etwas lösen werde. Ich bin auch gespannt. Ja, das muss ja ein wahnsinniger Druck sein. Das ist für mich eine harte, sehr, sehr harte Aufgabe, aber ich freue mich auch ein bisschen drauf. Ich lasse auslachen, das hast du verdient. Ja. Man soll dann nicht in den Applaus und in die Lache reingehen, du weißt. Das ist mir sehr unangenehm. Nicht, das macht man auf der Bühne aus. Komm, stell deine erste Frage. Bitte was? Ich passe das sonst kaum. Du wirst wahnsinnig sonst. Ich werde verrückt sonst. Ist in Ordnung. Frau von Sinn, sind Sie bereit? Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Gut, dann fangen wir an. Wir beginnen mit Marcel Besançon. Wow. Und Marcel Besançon wohnt in Erkelenz. Erkelenz. Marcel Besançon aus Erkelenz. Also, Marcel aus Erkelenz möchte wissen, was ist ein sogenannter Taschenschreier? Ein Taschenschreier? Schreiner. Ein das Hohecker, ein wenn man Taschenschreier. Entschuldige. Es tut mir leid. Schreier. Ein Taschenschreier. Ist das, wenn man in Spanien oder in der Türkei in Urlaub ist und der Reiseleiter... Ja? Sagt, hab ich einen Cousin, Lederfabrik. Was sagt der? Da hab ich einen Cousin, Lederfabrik. Und dann fahren die alle mit dem Bus dahin. Und dann kommen die rein und der Cousin, Taschen! Ist das sowas? Nein, das ist ein Gerät, das hast du an deinem Schlüsselanhänger. Ja. Damit kannst du dein Auto finden, dein Haus wiederfinden, deine Verwandten wiederfinden. Das sind so kleine Elektroden, elektronische Sachen, die so und sowas machen. Das ist ein Taschenschreier. Ja? Und wie funktionieren die? Über elektrischen Strom. Das ist jetzt was sehr Neues. Was ist eine Batterie drin, die muss man hin und wieder wechseln. Ich finde, Taschenschreier hört sich unfassbar nach einem Vogel an. Oh, ja. Ne? Ein Taschenschreier. Ja? Das ist so ein Vogel, der... Ich frage mich jetzt nur, wo die Taschen sein könnten, in denen der wohnt. Rechte und linke Halswirbelsäule. Wo? Rechte und linker Teil der Halswirbelsäule. Also links und rechts am Kopf. Kommt auch an in Flugrichtung oder rückwärts, das weiß ich jetzt nicht so genau. Herr Hogan, ich habe Sie jetzt nicht verstanden. Ja, die hat aber was gesagt. Nicht nur akustisch, nicht auch inhaltsgrundlegend. Von der Halswirbelsäule befinden sich diese Taschen. Und wenn der Vogel schreit, dann fangen die an zu vibrieren. Ah! Und das ist wie so eine Bassbox, die man rechts und links neben das Auto stellt, damit es innen drin noch geiler klingt. Sehr gut. Und ich mache Ihnen auch jetzt sofort den Schrei. Bitte? Ich habe da was im Radio 1 Live, habe ich das gehört, da gibt es einen, der vor Trickdieben warnt und der macht das, wenn er einen Taschendiebstahl bemerkt, dann schreit er immer ganz laut, give the money, give the money, gib das Geld her, give the money.
bei Taschendieben halt. Und der schreit dann. Und so einen kann man sich vielleicht im Urlaub mieten, der immer mitläuft und aufpasst. Ich habe ja nicht verstanden. Wenn der einen Taschendieb sieht, schreit der, gives him money? Ja, ja. Ja, aber ich finde es genial. Es ist natürlich etwas für, gegen Taschendiebe, das man in seiner Handtasche tun kann. Und wenn einer, also am Portemonnaie wohnen, genau. Und wenn einer in die Tasche reingeht, dann macht er auch so ähnlich wie der Taschenschreier, der Vogel, der berühmte Vogel, der Taschenschreier, macht auch dieses kleine Gerät. Und dann, weiß die, gerade die Beklaute, weg mit den Händen. Ah, du meinst wie das Schwein, was ich im Kühlschrank hab und wenn ich den aufmache... Nein! Das sollte die Lösung gewesen sein. Ja, das wird es sein. Ja, sehr hübsch. Ist es denn irgendwas aus dem Tierreich? Ist es denn irgendwas aus dem Tierreich? Ist es irgendwas aus dem Tierreich? Nein. Nein. Ist es ein medizinisches Gerät beim Zahnarzt? Wir haben ja zwischen den Zähnen die Taschen. Ja, ja, ja. Und das vielleicht mit Ultraschall oder so. Ja. Ne? Schallwellen wird das sauber gemacht. Ist es das? Und wer schreit jetzt? Naja, die Schallwellen... Der Patient! Nein! Das ist ein typischer Taschenschrei, den können wir nicht mehr operieren. Ja. Ja, genau. Also Medizin würde ich einfach mal... Ausschließen. Richtig. Der Taschenschreier. Es handelt sich dabei um ein Jagdgerät, was den Schrei des wilden Ebers simuliert. Der Jäger trägt ihn meist in der linken Hosentasche, damit er, wenn er mit der... Nicht den Eber, sondern den Taschenschreier, damit er, wenn er mit der rechten Hand das Gewehr haltend auf die weibliche Eber... Was will er jetzt auf sagen? Auf das Eberziel zielt, mit der linken den Brunftschrei des Ebers nachahmen kann. So sehr gut, genau. So dass ich dann... Es gibt ja auch diese Entenquäker, ne? Bei Have a Break, Have a Kick, der hat schon so direkt... So. Und so gibt es auch Taschenschreier. Sehr klug. Bin ich jetzt hier in einer anderen Sendung? Das war doch die Hasenklage gerade. So ein Gerät, was halt diese Brumpfgeräte. Es gibt auch bei ProSieben jetzt eine Sendung, die heißt Comedy Zoo, oder? Das ist auch jetzt gerade so ein Moment, der mich unfassbar traurig macht, weil ich neige ja, ich kann so Tierimitationen gar nicht bis auf die Nacktmulle. Ja, dann mach das. Wieso? Sie haben den Taschenschreier doch eben perfekt imitiert. Ja, wenn ich ein Tier imitiere, was es nicht gibt, dann kann ich es. Aber bei bestehenden, also bei existierenden Tieren kann ich nur den Nacktmull. Wie ist denn die Nacktmull? Der Nacktmull macht so. Der spricht nicht. Hasen machen. Nee, Hasen machen ja ein bisschen Geräusche. Also zumindest auch beim... Oh, die quieken richtig. Beim Löwenzahn. Die quieken richtig, muss man drüber fahren. Das ja, ist, die schreien richtig spitz. Der Nacktmull liegt nur nackt und blind rum und macht keine Töne. Kenn ich. Dann kannst du aber auch die Blindschleiche. Jetzt, wo du sagst, ich kann Nacktmull und Blindschleiche, Herr Walter. Musst du nur die Augen zumachen, weil sonst verwechselt man die beiden mit. Gut. Und das ist der Taschenschreier. Was? Keine Ahnung. Wusstet ihr, dass Igel fauchen? Ja. Ja, ja. Hat sich aber als nicht erfolgreich erwiesen im Straßenverkehr. Ja, sehr gut, das wussten wir auch nicht. So, wie war nochmal die Frage jetzt? Ist egal. Herr Mayer, was ist eigentlich ein Taschenschreier? Ja, kannst du es vielleicht mal vorlesen? Das würde ich ja gerne wissen, aber ich habe so schöne Sachen gehört. Also tierreich würde ich einfach mal, aber... Waren wir irgendwo schon mal nah dran in irgendeiner... Überhaupt. Bei Taschen zum Beispiel. Ah, es ist ein Hörbuch für Schwerhörige. Sehr gut. Ja, es gibt einen sehr berühmten Roman, der heißt Die Tasche. Und der wird vorgelesen von Am Anfang war das Wort! Von irgendjemandem, der das richtig laut machen kann. Pocket-Ausgabe. Ja, sehr gut. Als Hörbuch für Schwerhörige. Der Taschenschreier ist ein Hilfsmittel für Blinde. Man hat es an der Tasche, oder da, wo Taschen normalerweise sind, also am Arsch. Und... läuft damit durch die Gegend und der scannt zum Beispiel, ob Querstreben oder sowas über den Bürgersteig gehen oder Äste und piepst dann. Also ein Navigationsgerät der Blinde, für auf jeden Fall, dass der Blinde dann weiß, was aber da schreiben muss, damit er das auch versteht. Achtung, ein Gullideckel. Ja. Sowas kommt dann. Ich hätte eine gute Idee. Ich werde es euch sagen. Gut. Ihr kommt nicht drauf. In Kernkraftwerken und Forschungslaboren, in denen Menschen mit radioaktiver Bestrahlung in Berührung kommen können, trägt bei Störfällen jeder ein kleines Warngerät in der Tasche mit sich herum. Es piept laut Alarm, wenn der erlaubte Höchstwert an Strahlung überschritten wird. Und weil dieses Piepen klingt, als würden Schreie aus diesem Gerät kommen, so ähnlich wie sie es eben gemacht haben, nennt man dieses Gerät Taschen.
Schreie hat. Das jeder, der in einem Atomkraftwerk. Ich bin dankbar, dass ich dieses Gerät nicht dabei habe. In dieser verstrahlten Sendung würde das die ganze Zeit nur Theater Marcel machen. Besançon aus Erkelenz. 500 Euro für Sie. Gratulation. Wir gehen nach Rheinbach, meine Damen und Herren. Dort wohnt Thomas Koll. Und Thomas Koll hat eine sehr schöne Frage und ich bin gespannt. Ihr seid ja alle sportlich sehr interessiert. Ich weiß es. Bastian besonders. Ja. Gut. Wegen mir haben Bundesjugendspiele immer 3 Stunden länger gedauert. Frage von Thomas Koll aus Rheinbach. Warum steht auf dem Hauptfriedhof in Hamburg-Altona seit August 2008 ein Fußballtor aus Beton? Das ist klar. Kleine Information, das Ding ist aus Beton, hat die Originalgröße eines Fußballtores 7,32 Meter lang, 2,44 Meter hoch. Und das Netz ist auch aus Beton. So, sogar der Ball ist aus Beton. Das Problem ist, Friedhof, die Zombies, die steigen ja nachts aus den Gräbern und spielen Fußball. Jetzt haben die total Angst, wenn das ein Holztor wäre, dass das zerbrechen würde und Splitter würden sich in ihren Körper graben und sie könnten nie wieder, dann sterben die oder lösen sich auf in zu Staub. Und deshalb hat man extra ein Betontor genommen, weil die das einfach, das überleben die Toten besser. Warum denn gerade auf dem Hauptfriedhof in Hamburg-Altona? Ja, die sahen im Leben auch schon so scheiße aus. Welcher berühmte Fußballer hat denn in diesem Jahr den Löffel abgelegt? Ja, Uwe Seeler lebt zum Glück noch. Das ist ein Grabstein für einen berühmten Fußballer. Sollte es ein Torwart sein? Von HSV oder St. Pauli ist gestorben und das ist sein Schrein, sein Mausoleum. Sozusagen. Oder sind die abgestiegen? Die haben die Hoffnung aufgegeben auf noch eine gute Saison. Ich glaube, St. Pauli ist noch nie aufgestiegen, oder? Ich weiß es gar nicht. Der Altona ist es doch. Ist das so? Ja, in Hamburg-Altona. Hauptfriedhof in Hamburg-Altona steht ein Tor. Ein Sportler ist gestorben und dafür... wüssten wir ja. Ein Fußballtor. Aus Beton. So, es könnte ja sein, dass es aussieht wie ein Fußballtor. Nee, ist ein Fußballtor. Aus Beton. Ja, aber wieso sieht man denn jetzt, dass es ein Tor ist? Man weiß doch, wie ein Tor aussieht. Oh, Herr Walter. Also, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn ich jetzt ein Tor in freier Wildbahn sehe, was nicht auf einem Fußballplatz steht, dann könnte es doch genauso gut auch etwas sein, um Vögel zu fangen. So ist es, genau. Den seltenen Taschenschreier, der da drüber fliegt. Ja. Der fliegt da rein, ja klar. Es ist ein Fußballtor. Deswegen frage ich auch eben nochmal nach dem Netz. Netz ist aus Draht oder aus Nylon? Ich weiß nicht, woraus das Netz ist, aber das alles andere ist auf jeden Fall aus Beton. Normalerweise ist ja so ein Tor nicht aus Beton. Die Pfosten nicht und die Latte auch nicht. Aber da ist es aus Beton. Vielleicht haben sie das Netz auch hinten ran gemacht, auch betonmäßig, kann ja alles sein. Was war denn zuerst da, der Friedhof oder... Der Friedhof war zuerst. Der Friedhof geschlossen werden, weil keine städtischen Gelder mehr dafür da waren und ein ortsansässiger Fußballverein hat Geld gesammelt, um diesen Friedhof weiter am Leben zu erhalten. Und als Dankeschön haben sie ein Tor aufgebaut, ganz einfach. Kann es sein, dass da vielleicht einfach die Fans vom HSV, die gestorben sind, im Torpfosten eingraviert werden und Hamburg-Altona liegt direkt neben dem Stadion, sodass man auch die Möglichkeit hätte, während eines Spiels, wenn man daneben schießt, übers hinaus am Friedhof noch ein Tor zu schießen. Es hat was mit dem HSV zu tun und es hat was mit der Nähe zum HSV-Stadion zu tun. Ja. Aha, ist es also eine Maßnahme, um ältere Spieler an den Verein zu binden? Dass man sagt, sie können nicht mehr spielen, aber wir haben hier schon mal eine Grabstätte für sie. Nee, oder ein Hardcore-HSV-Fan ist gestorben und sein letzter Wille war es... Oder vielleicht hatten die immer bei Spielen seit vielen, vielen Jahren einen bestimmten Pfarrer, der einen bestimmten Segen sprach. Es hat auch was mit Hardcore-HSV-Fans zu tun. Es gibt einen HSV-Verein, ein Fanclub. Es gibt einen HSV-Verein, ist auch nicht ja. So. Ja, habe ich jetzt auch gelesen. Es gibt einen Hamburger Sportverein. Also... Kann ich weitermachen, Herr Bader, oder wollen Sie den Rest jetzt natürlich. Alleine machen? Das ist kein Problem. Es ist überhaupt kein Problem, ja? Also, was habe ich gesagt? Genau. Ich weiß nicht. Es gibt einen HSV-Verein. Wow. Einen Hardcore, einen HSV-VV-Verein. Nein, es geht ja um die Fans. Ja, genau. Und da sind ja Fans drin. So, und die spezial super duper extreme Fanning, die haben sich ein paar Quadratmeter auf diesem Friedhof gekauft. Weil die und das Tor zu dieser zukünftigen Grabstätte ist der Eingang zu diesem Platz auf dem Friedhof. Das ist das Tor
wo die jetzt sich so und so viel Quadratmeter schon gekauft haben, jetzt schon, und die werden alle da nebeneinander beerdigt in Zukunft. Also so kann ich nicht gelten lassen und so stimmt es nicht. Die haben schon im Stadion immer hinter dem Tor gestanden, in ihrer Fankurve, und die wollten auch im Tode hinter dem HSV-Tor liegen. Ich sag's euch. Ich weiß es noch, vielleicht. Man kann ja Dauerkarten kaufen. Wenn man eine Dauerkarte hat, nein, also für Stadion. Ach so. Und wenn man jetzt eine Dauerkarte hat, aber vor Ablauf der Dauerkarte stirbt, kann man automatisch die Dauerkarte weiter nutzen, und zwar liegend auf dem Friedhof. Weil sonst müsste der HSV zurückzahlen. Genau. Und oder ist es vielleicht so, dass der HSV posthum sämtliche Friedhofsinsassen zu HSV-Mitgliedern erklärt hat, damit der Verein mehr Mitglieder hat als, sagen wir, München? Ist ein reines Imponiergehabe. Kann man machen. Ist aber falsch. Ich sag's euch jetzt. Also, ein Teil des Hauptfriedhofs von Hamburg-Altona liegt im Schatten der Westtribüne des HSV-Stadions. Ab September diesen Jahres können eingefleischte HSV-Fans ihren letzten Ruheplatz auf einer ganz besonderen Anlage finden. Das Friedhofsareal wird ungefähr die Abmessung eines halben Spielfeldes haben, und die Gräber werden in abgestuften Rängen angelegt und werden Tribünenform haben. Das Ganze sieht aus wie ein halbes Fußballstadion, und damit es richtig schön aussieht, hat man am Ende jetzt auch noch ein Tor hingestellt. Das ist der Zweck und Sinn der ganzen Übung. Also HSV-Fans können dort begraben werden, und sie fühlen sich dann so, als wenn sie im Stadion auf das der heißt, Tribüne liegen. Die werden einbalsamiert so. Die stehen auch noch so gerade. Und auf jedem Grabstein steht: Schiri, ich weiß, wo dein Auto steht. Thomas Kraul aus Rheinbach, 500 Euro für Sie. Sehr gut, Gratulation. Ja. Auch nicht schlecht. Friedhof in Tribünenform. Herrlich. So ein Hügel. Wahrscheinlich machen die unten noch so einen halben Kreis hin und einen Strafraum noch und so. Das ist schön. Ist doch nicht schlecht. Ja? Das wird grün. Das kann man vielleicht noch auf andere Berufszweige ausweiten. Zum Beispiel. So Pornodarsteller. Zum Beispiel. So, jetzt gehen wir mal nach Bedburg. Das ist lustig. Alle 5000 Jahre kommen Schiedsrichter und flötet zur Halbzeit. Ja, natürlich. Ursula Hamacher wohnt in Bedburg. Ursula Hamacher aus Bedburg möchte wissen, was ist eine Schminkbrille? Eine Schminkbrille? Brille. Schminkbrille. Ja. Ja, das brauchen Maskenbildnerinnen, die kurzsichtig sind, um mir ein Gesicht zu machen. So ist es. Die haben dann... Das ist eine ganz normale Brille. Stimmt, jetzt muss ich es sagen, eine Schminkbrille. Ist das vielleicht das, was hell bleibt, wenn der Maskenbildner übersehen hat, dass der Kunde Brillenträger ist? Nee, das ist das, was hell bleibt, wenn der Maskenbildner übersehen hat, dass der Kunde Brillenträger ist. Eine geschminkte Brille, es wird ja heute mit Maskentricks sehr, sehr viel gemacht. Einfach ein schwarzer Strich, der so hier lang geht, zwei lustige runde Gläser, und dann geht es hier wieder weiter. Ah. Könnte sein. Wie ist meine liebe Art, gehe ich sofort in die Tierwelt und behaupte, es ist eine Affenart. So ist es. Es gibt ja auch einen Kragenbären. Es gibt auch so lustige Affen, die aussehen, als hätten sie eine geschminkte Brille. Und das ist so ein Halbaffe. Was ist ein Affe oder ein Halbaffe? Ja, ich habe mich jetzt auf Halbaffe. Halbaffe ist falsch. Affe ist auch falsch. Affe ist ganz falsch. So. Ist die Schminkbrille vielleicht eine Brille, die man anzieht und man muss sich dann andere nicht mehr schön saufen? Dann sind die schon geschminkt. Geniale Idee. Lass es dir patentieren. Tja, eine Schminkbrille. Eine Schminkbrille. Wir sind in der Autolackiererei. Ja. Umgangssprachlich wird das Lackieren von Metalloberflächen als Schminken bezeichnet. Ja, Schminken. Und eine Schminkbrille ist halt die Abdeckung der Gläser, der Frontscheiben, der Frontscheinwerfer oder sowas. Da sagt dann der Lackierer, ich lege mal die Schminkbrille auf, damit man nachher weißes und nicht metallic blaues Licht hat. Ich habe noch nie einen Lackierer gehört, der gesagt hat, ich gehe mal das Auto schminken. Mit wie vielen Lackierern hast du denn schon gesprochen? 17. Und jetzt die Namen in alphabetischer Reihenfolge, sortiert Post. Nach dem dritten Buchstaben. Ich glaube, wenn man nur hinten so den Oberschenkel und ein bisschen Po-Bereich geschminkt haben möchte, dann ist das so wie eine Toilettenbrille, und die hat halt schon so Camouflage drauf. Und dann setzt man sich noch auf und hat halt den gewünschten Effekt. Warum sollte man denn den linken Oberschenkel geschminkt haben wollen?
Das wäre vielleicht weil es nötig ist. Was wäre denn, wenn wir im Theater oder im Film wären und irgendwelche Hauptdarsteller, also ich bin jetzt eher mal beim Film, tragen eine Brille, dann gibt es aber ganz wichtige Stunt- und Action-Szenen. Ja. Und damit es aber auf die Ferne noch so aussieht, als hätte der Protagonist eine Brille auf, schminkt man ihm im Film eine Brille. Er hat aber keine wahre Brille auf. Nein. Hat aber mit Film was zu tun? Nein. Aber warum grenzen Sie so merkwürdig? Er grenzt sich immer einfach. Er freut sich einfach. Ja. Ist es denn dieser Gedanke, den Olli da hatte mit Scheißhaus? Ist es eine Brille, auf der eine bekannte Schauspielerin, die hat sich immer beim Kacken geschminkt? Was hat die? Die hat sich während des Defäkierens, Herr Balder, geschminkt. Im Übrigen ist mir das alles schon widerfahren. Gar nicht. Ich wollte. Ich habe schon teilweise vor lauter Hysterie solche Diarrhöen vor Auftritten, als ich noch mein Solo gespielt habe, dass ich mich teilweise wirklich nicht auf dem Klo auch geschminkt habe. Das war definitiv eine Schminkbrille. Weil man Sprühstuhl hatte, Spraychair. So, danke. Das heißt, es ist vielleicht eine Brille, die man gar nicht braucht. Es ist eine Brille, die nur aus Eitelkeit angezogen wird. Von Leuten, die mehr sehen, als eigentlich da ist, beispielsweise. Von Leuten, die mehr sehen, als da ist? Ja, natürlich. Heißt jetzt was? Ich kann das. Ich habe auf einem Auge 120% Sehkraft. Und auf dem anderen nur 80. Macht ja zusammen? Das ist nicht entschieden. Aber es sagt 200 zusammen. 200, ich habe 20% Sehkraft. Nee, also bis jetzt ist alles nicht so. Aber Höckerchen hatte doch recht mit seiner Idee, dass es eine bestimmte Handwerkskombo gibt, die etwas als Schminken bezeichnen, was aber etwas anderes ist, wie zum Beispiel, sag ich jetzt mal, wenn es nicht Lackieren ist, Glasur von einem Kuchen, also jetzt nur mal als Hausnummer. Nein. Okay, sind wir im Sport? Nein. Ist die Brille Teil der Maske, so wie bei Herbert Knebel? Hat der eine Maske auf? Nein, eine Brille. Ja, das ist aber Teil der Maske. Und drunter ist Fritz Egner. Ja. Drunter ist es Fritz Egner. Ist immer Fritz Egner. Ah, ja, okay. Gut, vielleicht ist es tatsächlich, wir bleiben nochmal bei Maskenbildnern, die einfach so immer so Töpfe mit dabei haben. Und diese Töpfe werden in zwei kleine Löcher reingestellt, die sieht aus wie eine Brille beispielsweise. Also er hat gerade runtergeguckt, das heißt, wir sind in der Maskenbildnerei. Drunter guckt, nein, nicht unbedingt. Wissen, was nein, Glas sind ist. Wir nicht. Wir sind ganz normal. In der industriellen Gesichtsbemalung oder auch im privaten. Also wir sind in der Karneval, Gesichtsbemalung. Karneval war ich auch gerade. Überall. Ja. Karneval, privat, Hauptsache, völlig das wurscht. Gesicht wird bemalt. Zum Beispiel. So, ist die Gesichtsbrille vielleicht das Schminkbrille? Gesichtsbrille ist sowieso klar. Ich wollte einfach mal für mein Ego was sagen. Was ist die Gesichtsbrille vielleicht sowas wie, was der Hugo gerade auf der Nase hat? Ist die wie heißt das Ding jetzt? Schminkbrille. Ist die Schminkbrille vielleicht der Vergrößerungsspiegel im Normalspiegel, den man vor allen Dingen zum Schminken benutzt? Ja, finde ich gut. Und den nennt man diesen Doppelspiegel mit einmal. Es gibt ja damit Kurzsichtige Spiegel, sich ohne Brille vorm Spiegel schminken können, ist in diesem Spiegel. Gut, dass du beides gesagt hast, weil konvex du den Unterschied nicht ich kennst. Ich weiß den Unterschied zwischen konvex und konkav. Ich weiß den Unterschied zwischen ich habe die Antwort immer noch nicht ganz mitgekriegt. Also es gibt einen Spiegel, da kann man sich sehen. Und in den Spiegeln ist manchmal ein Zweitspiegel drin, der ist gekrümmt. Der hat eine konkave, Karf, Höhle, Beult. Richtig. Weil konvex, dann würden wir scheiße aussehen. Richtig. Eine konkave Höhlung. Und den nennt man die Schminkbrille, weil man also dort hineinguckt, um sich beim Schminken noch besser sehen zu können. Jetzt zeige ich es euch. Oder ganz kurz noch gefragt, ist es dennoch ein Schminkspiegel? Aber über dem Spiegel sind die Dioptrien. Also ich bin ja auch kurzsichtig und in meinen Dioptrien ist eine Brille an dem Spiegel. Ich bin Brillenträgerin des Jahres 2007, hallo. Du kannst mich gar nicht erkennen? Ja doch, in der Entfernung kann ich kann zum Glück den alten Mann nicht erkennen. Brille über dem Spiegel für Frauen oder eben Masken für Schauspieler oder Karnevalisten, die eben sich ohne Brille schminken müssen, extrem kurzsichtig sind. Es ist viel einfacher und ich zeige es euch. Viel einfacher. Ich zeige euch eine Schminkbrille. Das ist eine Schminkbrille. Warum ist das eine Schminkbrille? Stellt euch vor, ich bin Frau von Sinnen. Das macht mir jetzt ein bisschen Mühe. So, die stehen beide auf Frauen, kann ich mir vorstellen. Gut.
dann bin ich eine andere Dame, die schlecht sieht. Ja? Und ich habe das dringende Bedürfnis, weil ich eine Verabredung mit einem reizenden Herrn habe, zum Beispiel Herrn Hoeker. Wow. Habe ich das dringende Bedürfnis, mich zu schminken. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich ohne Brille nicht sehe. Was mache ich? Ich benutze eine Schminkbrille. Wie funktioniert die Schminkbrille? Ich setze sie auf und möchte jetzt mein linkes Auge schminken, aber trotzdem noch was sehen. Was mache ich? Ich klappe es herunter. Schminke mein Auge, sehe hier gut, klappe es wieder hoch. Klappe das rechte Auge runter, sehe hier gut, schminke es, setze sie wieder auf, nehme die Schminkbrille ab, setze meine normale Brille wieder auf und sehe gut aus. Die andere war schöner. Ich weiß. Ursula Haber aus Bettbohn, 500 Euro. Sehr gut. Schabandang. Eine sehr tolle Erfindung. Sehr gute Idee. Sehr gut. Sehr gut. Sah gut aus, ne? Fand ich auch. Wenn Sie eine schöne Frage haben zu Hause, meine Damen und Herren, oder mehrere, schicken. Einfach schicken. Genial daneben 50616 Köln oder anrufen 01378 1820 oder eine E-Mail frank@genialdaneben.de. Oder Sie machen es wie Mike Martens aus Marl. Der ist heute hier, sie ist heute hier. Mike ist an sich ein Männername, oder? Da oben ist er. Mike, M-E-I-K. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Gut, Mike, dann stelle ich mal Ihre Frage und bin sehr gespannt. Mike möchte Folgendes wissen. Warum musste der Besitzer der New York Yankees, ein Baseballteam, warum musste der Besitzer der New York Yankees Presslufthämmer einsetzen, um einen Fluch von seiner Mannschaft abzuwenden? Und zwar haben Angehörige von einem anderen Verein haben etwas versteckt, haben es in den Boden eingebuddelt. Und zwar etwas, was einen Fluch auf sich hat. Ich weiß nicht, ob es eine Münze oder sonst irgendetwas war. Und die haben es auf dem Platz versteckt und haben es auch gesagt. Und seitdem hat die Mannschaft verloren. Und um diese Münze oder diese Geschichte, die da vergraben war, wieder rauszubekommen, musste er den Platz halt... Es handelte sich dabei um ein Trikot, was ein Bauarbeiter der Boston irgendwas... Kann das von denen sein? Red Sox aus Boston. Die haben das in einen Betonpfeiler, hat er das reingemacht und hat dann gesagt, Edge, Edge, Edge. Und daraufhin haben die das halbe Ding abgerissen. Red Sox aus Boston ist der absolute Widersacher der Yankees. Und genau so war es. Richtige Antwort. Ja. Das Red Sox T-Shirt, also das Shirt eines bekannten Bostoner Spielers, in den feuchten Zement geschmissen, als das Fundament gegossen wurde. Und hat ein bisschen geprahlt mit der Aktion. Und die Eigentümer der Yankees ließen dann die Bauarbeiten stoppen und dann wurde mit Presslufthämmern. Da wollen wir ja mal das hoffen, dass niemand in dieses HSV-Betontor irgendwie ein St. Pauli-T-Shirt eingegossen hat. Ja, Mike, das tut mir wahnsinnig leid, aber das hätte ich auch nicht gedacht. Nicht? Was ihr so alles wisst, Mensch. Wo hat das gelesen? Du, oder wie Hoeker letztens das dann aus eigener Tasche bezahlt hat, als er was musste? Ja. Stimmt. Ja. Ja, aber zum Glück hat er ja damit angefangen. Das ist richtig. Sie haben es ja nur vollendet. Ja. Mike, tut mir leid, gibt leider kein Geld. Jetzt gehen wir mal zu Daniel Haschek. Er wohnt in Hall in Tirol. Kenne ich Hall, war ich mal. Kennt jemand Hall in Tirol? Ja, das ist das in jedem Berg. Also du rufst da rein, da kommt wieder raus. Solbad Hall heißt es. Also, Daniel Haschek aus Hall in Tirol möchte wissen, was ist der Tannenzapfeneffekt? Der Tannenzapfeneffekt ist, wenn irgendwas runterfällt. Genau. Und eventuell jemandem auf den Kopf. Oder Tannenzapfen der zeichnet sich ja auch durch diese Schuppigkeit aus. Der sieht ja erstmal aus. Diese Schuppen, also aber Effekt. Aber es können wir trotzdem in der Dermatologie sein, also können es ein medizinisches Phänomen sein. Das heißt, wenn du Schuppen hast, einfach am Penis vielleicht. Oh! Das Bild kriege ich nicht aus dem Kopf. Dass sich das so abhält, so wie... Also werden wir in der Medizin? Ja. Wir sind nicht in der Medizin. Recht hat der Mann. Ja. Heute läuft's. Das ist schon nicht schlecht. Ja, also. Diese Zapfen, die schließen sich doch bei Feuchtigkeitseinwirkung. Ich glaube umgekehrt. Die schließen sich bei Trockenheit, weil bei Feuchtigkeit ist es ja sinnvoll, dass sie offen sind, weil die Samenkörner, die drin sind, dann in den Boden können, der feucht ist und sie können Wurzeln Also wann, wann schließen sich Zapfen? Bei Trockenheit. Nein. Bei Feuchtigkeit. Ja. Das ist auch viel sinnvoller. Das
bei Feuchtigkeit. Und wenn sich bei Feuchtigkeit etwas schließt, ist das der Tannenzapfeneffekt. Das ist soweit richtig, aber... Und das Phänomen gibt es bei Echsen. Wir sind im Tierreich und wir sind bei Echsen, die diese schuppigen oder Schlangen oder so. Und das ist der Tannenzapfeneffekt bei Tieren, die einen schuppigen Panzer haben, dass die das eben machen. Tiere ist gut. Und die werden dann auch braun, so wie Tannenzapfen. Für eine andere Frage oder für die? Für eine ganz andere Frage. Danke. Wir sind bei U-Booten. Wo sind wir? Bei U-Booten. Auch schön. Wenn in U-Boote Wasser einläuft. Weil sie sich auch schließen bei dann Feuchtigkeit. Dann schließen die nicht. Und zwar automatisch. Dann schließen das. Ist clever, ist clever. Dann was die Natur so einrichtet. So, der Tannenzapfeneffekt. Ja, ich meine, mit der Feuchtigkeit ist ja schon mal richtig. Das ist alles sehr schön. Nur als Kind musste man doch permanent Tannenzapfen sammeln. Man musste sie zusammenstecken und lustige neue Figuren daraus machen. Ach nein, das war drei Kastanienmännchen. Ja, das war es allerdings auch. Nein, ich hab das mit Tannenzapfen gemacht. Ja. Du hast große Dinosaurier. Ja. Also was war jetzt? So, und man musste, das ist wirklich wahr, man musste sie zusammenbasteln, man konnte da lustige Kränze draus formen oder lustige Sternchen, Blümchen. Nicht, das ist, so. Und, Feuchtigkeit. Noch ein bisschen, was ist Feuchtigkeit? Das schließt sich bei Feuchtigkeit. So, mach noch ein bisschen mehr rein, das war zu wenig. Und zwar, sehr gerne. Und das musste man so zusammenbasteln und man hatte die Möglichkeit, einen Perlonfaden oder einen durchsichtigen Faden durch, längs, durch den Tannenzapfen durchzumachen und daraus eine lustige Kette zu machen. Ich mache das heute immer noch sehr gerne, wenn es mir nicht gut geht. Und das ist der Tannenzapfeneffekt, dass man, als hätte man es ausblasen können. Ich habe es vor mir, ich weiß, es wird auf dieser Karte stehen, dass ich recht habe. Ganz im Ernst, was in einem beschissenen Kindergarten? Natürlich! Da bin ich heute noch drin. In Bonn. Es ist ein Werkstück, ein industrielles Werkstück, was mit diesen, was bei dem dieser Effekt sehr gut, bei erwünscht Autos. Ist. Sehr gut, es ist bei Autos. 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 Es ist nicht bei Autos. Richtig. Ja! Ich bin wieder dabei, Leute! Wir klären das einfach alles über bei das Ausschlussverfahren. Ist denn der Begriff industrielles Werkstück? Wie wär's denn, wir sind also bei Autos? Also eher nicht. Da kommt man, wenn ich jetzt sage, ja, könnte durchaus auch. Wie wär's denn, wir sind bei sowas wie Outdoor-Klamotten, ja? Also bei Outdoor-Klamotten, Globetrotter, wenn man da einkaufen geht, da kann man ja Milliarden an Geldbeträgen loswerden. Es ist, wenn so, man so, ist atmungsaktiv, aber wenn es regnet, genau, dann, wenn's regnet, dann ziehen sich die Poren zu. So, so Outdoor-Klamotten. Outdoor. Nicht Outdoor-Klamotten, nicht so eine schöne Mütze fürs Auto, sondern Draußentür. Draußentür. Outdoor-Klamotten. Genau das. So, in diesem, die rangieren ja bei mir noch vor Handwerkszeug. Und wenn es regnet, dann gibt es vielleicht so Spezialklamotten, die gehen dann zu. Da machen die Poren zu. Da kommt man gar nicht mehr raus. Quasi das U-Boot der Draußentür. Freunde. Jetzt ist er völlig irre geworden. Nein. Ich will nur nicht konkret werden, da habe ich Angst. Ist das bei Segelbooten? Also irgendwie bin ich bei Verkehrsmitteln, aber da sind wir gar nicht. Ne? Bei Segelohren. Das ich werde es euch mal sagen. Jedes Dach aus Holzschindeln macht sich den Tannenzapfeneffekt zunutze. Wenn es regnet, quellen die Holzschindeln auf, sie legen sich eng aneinander an, das Dach wird absolut wasserdicht. Wenn es wieder trocken ist, dann wölben sich die Schindeln leicht nach außen, das Dach kann dann so komplett durchtrocknen, wie beim Tannenzapfen, genauso. Deswegen nennt der Dachdecker das ganze Ding Tannenzapfen. Hätte man noch Effekt. Holzschindeln im Dach. Daniel Haschek aus Hall in Tirol, 500 Euro. Eine sehr interessante Frage jetzt von Daniel Schulz aus Witzenhausen. Liegt in Hessen? Witzenhausen. In Hessen. Daniel Schulz möchte wissen, mit welchem Trick schützen Japans Handyhersteller Mädchen und Frauen davor, heimlich fotografiert zu werden? Kleine Information, viele japanische Männer gehen dem seltsamen Hobby nach, Mädchen und Frauen in der Öffentlichkeit heimlich zu fotografieren. Ja, aber das macht doch mitunter durchaus Spaß. Ja, klar. In Cafés etc. etc. bevorzugtes Motiv, der Blick unter die Röcke in Ausschnitte und so weiter und so fort. Genau. Seit fast jedes Handy eine Kamera hat, fühlen sich immer mehr Frauen belästigt. Japans Handyhersteller haben inzwischen zu einem Trick gegriffen, um solche Praktiken zu erschweren. Wie? Scheiße, ich habe das neulich gelesen und habe keinen Plan mehr. Vielleicht kann man den Fotografiersound, also wenn man fotografiert, machen ja Fotoapparate manchmal Geräusche, kann man aber auch ausschalten, aber da kann man ihn nicht mehr ausschalten. Das ist ein sehr lautes Geräusch, dass jeder weiß, ach, zum Beispiel, man wird gerade fotografiert. Oder? Wäre das die Antwort jetzt? Zum Beispiel? Dann ist die richtig. Ja! Hey. Na.
Toll. Also, es tatsächlich war fast alle Handys, die in Japan auf den Markt kommen, das gilt auch für nicht-japanische Hersteller, sind so programmiert, dass sich das Auslösegeräusch der eingebauten Kamera nicht mehr auf stumm schalten lässt. Auch das neue iPhone wurde für den japanischen Markt entsprechend umgerüstet. So macht es immer ein Geräusch, wenn man fotografiert. Und die Dame ist gewarnt. Das heißt, wir können unsere Handys bei eBay Japan extrem gut verkaufen. Vor allen Dingen bei der Tierfotografie. Wie? Nachts hat sich das sehr bewährt. Sehr bewährt. Herzung weg. Sehr hübsch. Ja, Daniel, es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt leider kein Geld. Ihr seid sehr gut heute. Okay, nächste Frage. Hier, meine, die Unterstützung hier ist natürlich immens. Das Einzige bis jetzt. Hallo. Hallo, ich kann dir ein Schicksal zeigen. Oh, Entschuldigung. Ein gebrochener Mensch. Nee, er hat es, glaube ich, ihr versprochen, deshalb ist sie richtig drauf. Aber jetzt kommt Bastian, jetzt weiß ich's. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Carola Rabe aus Moers möchte wissen, was ist ein Naturwechsler? Wechsler, nicht, dass er mich falsch versteht. Ja, Wechsler ist klar, was ist Natur? Ja. Ein Naturwechsler. Ein Naturwechsler ist ein... Schmetterling. Kein Schmetterling, kein Vogel, kein Kaninchen. Ich sag's aber das. Ein Tier. Ja? Du hast überlegt, ob das ein Tier ist. Was für ein Tier ist das? Ein Fisch. Das ist ein Fisch. Warum heißt er der Naturwechsler? Weil er die Natur wechselt. Ja, welche Natur? Die Natur. Er wechselt. Mal ist er im unter Wasser, mal draußen. Und dann ist er ein Vogel. Und etwas später, wenn es Winter wird, dann ist er ein Schneehase. Ja. Wie heißt... Ach so. Oh, das ist ein Amphibie, weißt du, die können halt auf Land auch überleben, im Schlamm zum Beispiel und im Wasser. Da sehen Sie, das ist eine Amphibie. Nein, es gibt Tiere, die können ihr Geschlecht wechseln. Ehrlich? Und zwar, die nennt man nach Bedarf. Herr Balder, das ist das im Tierreich. Sehen Sie das nicht als Chance? Lorenzo. Wie zum Beispiel der Clownsfisch. Wenn das, glaube ich, das älteste Menschen stirbt oder sowas, dann wird das älteste Weibchen ein Mann oder sowas. So ist das. Und vielleicht sind Naturwechsler Tiere, die von Natur aus ihr Geschlecht wechseln können. Welche? Clownsfische zum Beispiel. Clownsfische. Oder auch Schnecken. Mhm. Schnecken? Ja. Oder Würmer. Oder Schneckenwürmer. Oder Schneckenwürmer. Nee, also von dem Thema würde ich mich mal verabschieden. So ist es nicht. Aber es ist ein Tier. Es ist ein Tier. Es ist ein Insekt. Och, nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Aber es ist aber nicht unbedingt ein Insekt sein. Man kann immer nicht unbedingt. Wenn man da keinen Bock drauf hat, also ein bisschen Widerstand. Weißt du, das ist so eine Biene in der Pubertät. Scheiße, ich will ein Säugetier sein. Also es ist ein Säugetier, hören wir gerade. Ah. Ein Naturwechsler. Ein Naturwechsler. Aber ja, halt nicht das Wechselt es seine Natur im Sinne von Temperament? Ja, genau. Oder Natur im Sinne von Sonne und Schnee? Also so wichtige Tiere, wie so kleine lustige Schneehasen oder Schneefüchse. Oder Eisbären. Oder also es ist ein Säugetier, was die Natur wechselt. Also was in der Lage ist zu überleben. Sie nicken wieder, weil es völlig falsch ist. Richtig. Oder die Natur wechselt es aus, weil die Natur sagt, das Tier ist so scheiße, wir brauchen es. Das ist Darwinismus. Ja, das wird einfach rausgenommen aus der Evolutionskette und weggeworfen. Ist dann jetzt doch Natur im Sinne von Temperament. Das heißt, das Tier ist im einen Moment friedlich und im anderen brüllt es, weil es sich so... Er ist ganz ruhig geblieben. Wie weil es sich so geärgert hat. Was ist mit Pferden? Ja, wenn Natur im Sinne von Temperament ist. Was ist mit Pferden? Ja, die können ja sehr gut... Ich erinnere mich doch damals an die Dressurkür von Frau Wert und wo das Setschmo-Pferd bockte und rumzickte. Ja. Das heißt, am Anfang war es ja noch sehr gut gelaunt bei den Dressurübungen. Dressur ist sehr gut. Bitte? Dressur ist sehr gut. Dressur ist auch gut im Sinne von für eine andere Frage. Nein. Nein. Und aber Pferd ist schlecht. Pferd ist gut. Also Hund. Pferd ist auch gut. Taschenschreier! Naturwechsler. Also es geht um Pferdedressur. Es geht um Pferde, auch, die ihre Natur wechseln können. Ja. Wir sind so weit schon. Wirklich, du bist völlig richtig. Also ein Naturwechsler. Oder ist wir es sind die ganz nah dran. Und es geht auch um Dressur. Also das heißt, es muss ja von Galopp in
von Galopp wechseln in Trab oder in diese Wikida Wakatanka? Nein, Galopp ist gut. Aber Galopp ist gut, Naturwechsel. Galopp ist gut. Ach, Wechsel ist von Galopp in Trab. In Schritt, nein. In Stand, nein. Nein. Von Galopp muss der erstmal runterkommen, Herr Balder. Nein. Von Galopp in... Er bleibt im Galopp. Ja. Von Galopp in gestrecktes Galopp. Nein. Er bleibt im Galopp, auch wenn er steht. Was? Wir reden von einem galoppierenden Pferd. Wir reden von einem galoppierenden Pferd. Von Galopp in Sprung? Nein. Nein, und zwar, es gibt, vielleicht gibt es eine bestimmte, wie die ihre Beine bewegen. Vorne, hinten, links, rechts, vorne, gleich, hinten, oben, sieben, abgetaucht, U-Boot. Und vielleicht gibt es einen Naturwechsler, der von Natur aus ab einer bestimmten Geschwindigkeit einfach sagt, komm, ich mache jetzt die beiden Beine vorne gleichzeitig, ist viel besser. Ah, und ein anderer, der muss, den muss man einfach mal kurz, da muss man einfach mal einen Knopf drücken. Und das ist Naturwechsler im Galopp, genau. Entweder laufen die so, oder was er sagte, die laufen parallel. So, parallel, genau, die Beinchen. Entweder sind die Beinchen versetzt. Das ist Trab. Ja, das würde ja nicht Naturwechsler heißen doch wahrscheinlich. Deswegen. Von einem Moment auf den anderen im gleichen Tempo rückwärts galoppiert. Also das ist sofort... Ja, ja, der macht so... Ihr seid ganz nah dran, ich muss es aber richtig hören, sonst kann ich es nicht gelten lassen. Ihr seid wirklich ganz nah dran. Es geht um galoppierende Pferde, aber was ist ein Naturwechsler? Einer, der von alleine was macht. Nämlich von der von alleine was macht. So, da sind wir doch schon näher dran. Ja. Das mal nicht drauf. Aber was macht er denn? Moment, ist das Voltigieren, wo man auf dem Rücken... Naturwechsler oder jemand anders macht mit dem Pferd irgendwas, dass es die Natur wechselt? Oder was? Du meinst, der läuft an einem Baum vorbei und dann wird es auf einen Berg? Nein, ich dachte. Ist das, wenn ein Pferd durchgeht? Ist das, wenn ein Pferd durchgeht? Also, wenn es nicht mehr auf den Reiter hört? Nein. Dass es den Galopp beibehält, ob wenn ein Mensch drauf sitzt oder auch nicht drauf sitzt? Nein. Also, das Pferd wechselt einfach die Schrittfolge. Nein, es fängt an zu sprechen. Das muss ja irgendwas mit Natur zu tun haben. Stimmt, das hat damit zu tun. Ich muss es aber genau wissen. So, normalerweise laufen... Es bleibt im Galopp. So, das wechselt das Pferd. Den Untergrund von Gras zu Zeug. Das wechselt doch nicht das Pferd. Das entscheidet doch nicht das Pferd. Nein, aber es hält es immer bei, ob er jetzt auf Rasen rennt oder auf Stein oder auf so. Das Pferd denkt immer, es läuft woanders, oder was? Erregt sich das Pferd plötzlich während des Galopps? Ah, das kommt während dem Galopp in die Wechseljahre. Ja, also. Ich weiß, wovon du sprichst. Ihr seid kurz davor, aber ich sag's euch trotzdem. Also, wenn Pferde galoppieren, unterscheidet man zwischen Rechtsgalopp und Linksgalopp. Bei Rechtsgalopp greifen rechtes Vorder- und Hinterbein weiter vor, bei Linksgalopp ist es umgekehrt. Wenn Pferde vom Rechtsgalopp in den Linksgalopp wechseln müssen, hat er nicht gesagt. Nein, wir waren doch hier mit den Beinchen. Ich habe gesagt, ihr seid da dran, ich wollte nur rechts und links hören, kam nicht. Also, wenn Pferde von dem Rechtsgalopp in den Linksgalopp wechseln müssen, was wir bei der Dressur ja oft sehen, dann muss man das normalerweise antrainieren. Es gibt aber Pferde, die das von Natur aus machen. Und das sind Naturwechsler. Oh, das stimmt, das haben wir nicht gesagt. Ja, finde ich auch. Carola Rabe aus Mürs, 500 Euro. Also. Ja. 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 Ganz nah dran, aber... Ja, das tut mir wahnsinnig leid. Ganz nah dran, aber nein. Bastian, alles gewusst heute? Ich hätte mehr Folgen von Comedy Zoo sehen müssen, glaube ich, um diese ganzen Fragen heute lösen zu können. Aber einigermaßen war es ja schon, oder? Herr Balder, wollen Sie ein Stück Brot dazu? Dankeschön. Also mit dem alten Mann, das wird aber jetzt langsam quietschig. Komm, dieser Verfall. Ja. Zieh nochmal die Schminkbrille auf. Und führ uns raus. Das kann ich gerne machen. Ich setze die jetzt über die andere Brille und dann mache ich das und dann mal haben so. Wir einen ganz großen Lacher, Herr Balder. Oh, sieht wirklich Brüller! Herr Balder, Brüller! Das ist super, wenn ihr die runter machst, kann man auch, wenn man Kontaktlinsenträger ist, fallen die nicht mehr runter. Die bleiben. Okay, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Das war's. Tschüss.